Ey, nein! Vier! Ja, dein Arschloch, Alter! Easy. Ich bin einfach eiskalt wieder in Spawn zurück. Ja! Kam hier gerade entgegen! Hallo! Get up, down for the bass and sound. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zum Anime-Fan-Map-Bauer-Wettbewerb. Wir sind mittlerweile bei Map Nummer 5 angelangt. Auf geht's, gleiche Chaoten wie gehabt. Hallo! Hallo! Hallo. Oh, was ist das denn für eine Karre? Ich glaub, das ist der sogenannte X21, hallo. Ich glaube, man sollte hier direkt respawnen, oder? Und man selber die Auffahrt nehmen. Enttäuschend. Oh, wow. Wobei der Punkt unsichtbar. Wow. Ich weiß nicht. Wow! Directly verkackt! Geil! Hallo! Hallo! Nein! Ja! Ey. Ich hab Puff gemacht. Ey, das ist böse. Das ist richtig böse. Warum? Hä, was kommt da? Ja, dass da das Hochhaus im Weg ist. Muss sagen. LOL! Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Das war böse. Was haben die Leute eigentlich mit diesem Hochhaus? Das ist jetzt ja, ich weiß auch nicht. War das irgendwie Thema bei euch? Macht unbedingt was mit dem Hochhaus. Hä? Nee, eigentlich hieß es irgendwie nur... Natural Wall, reit Marvin. Ah. Und das Natural. Oben festgekantet, ein Punkt für Sauberkeit, man kennt ihn. Hi, Olaf. Ich hänge an deinem Arschloch. Kille. Oh, hier war eine Kante drin? LOL. Bei mir ist oben eine Kante auf jeden Fall. Bei mir ist hier unten eine Klick eine Kante gewesen. LOL. Hä, da auch? Was ist das für eine Map, Mann? Hä? Überall knall ich gegen! Okay. Ich auch! Hä? Also das wird jetzt wirklich eine Map, die wird von mir richtig zerstört, punktemäßig. Ja. Also ihr dürft aber das Haus nicht als Führung nehmen. Nur mit dich. Bitte, mein Problem ist, ich habe unten der Kerl Kugel, da habe ich meine Kante. Ja. Scheint Silber zu sein, sagt kommt der Chat. Ja gar nicht bis zum Haus. Hä, was ist das? Also bei mir funktioniert hier gar nichts. Ecke mal irgendwo gegen, dagegen, bam. Willkommen im Club, Marvin. Also okay. Ich bin auch noch nicht einmal da unten an diesen Wallride rangekommen, nichts danach. Endlich an den Wallride, nice, okay. Jetzt hoffentlich hier, ja. Und schon wieder nicht, hä? Also ich kann dir aber nicht sagen, wie. Und ich komme nicht hoch, nur um mit dem Spielplatz kommen. Nein. Digga. Ach lol. Hey, das ist so. Also, die Map ist richtig. Ich würde sagen, die richtig jetzt random, ey. Hä? Die Ideen sind gut, aber. Ja. Und schon wieder! Wie? Ich drück schon da hinten nach vorne. Das sieht nichts so unten. Pizza? Okay, das da muss ich auch ein bisschen random aus. Bisschen. Ecken und Kanten confirmed. Hier ist einer yes. Oh, ja, endlich hier am Wallride. Bleibt mal hängen unten. Ah, können wir endlich mal eine Map negativ bewerten? Ich hab's schon vermisst, muss ich sagen. Das ist ja eine Halbautomatik, also muss ja auch mal vorkommen. Nein, ich meine, also das hättest du sehen müssen. Unten, wenn ich ein paar Scheide runter, in der Kuhle, wo es nach oben geht, da eck ich mal an. Alter, ich bin durch. Das liegt wahrscheinlich. Nein! Also ich versuche schon so ein bisschen die Führung mitzunehmen, aber dann ist komplett Geschichte. Also. Digga, ist das auch an ist ey, Problem hier direkt am Spawn oder beim nächsten Punkt? War jetzt zum ersten Mal los. Also der keine Sorge. Wendler hat bei mir jetzt nicht hast funktioniert. Ich hab einmal verkackt. Ciao, Ares. Skills ciao. Und sonst nur, weil es nicht funktioniert hat, weil ich immer irgendwo gegen Ecke. Ja, auch am Boden, irgendwo. Ey, okay. Ja, der Flip nach dem Hochhaus hat verkackt. Hui! Nein, als Wendler! Also, die Map ist echt... Und der Wendler hat auch nicht funktioniert. Ja, bei mir auch nicht. Hui! Ne, ich weiß nicht, ob ich gefahren bin, aber es hat funktioniert. Okay. Oh, ich hab den Punkt! Check! Nice! Teleporter. Geht's halt. War eigentlich ganz easy. Ja, wenn, wow. Wenn man da nicht 1000 Ecken und Kanten hat, dann ist das, glaube ich, ziemlich easy, ja. Schöne Map. Oh. Mittlerweile habe ich unten keine Elektro-Tube, keine Kanten mehr. Oh fuck, oh nein, ich hasse diesen geil aus, Marvin. Scheiße. Nein. Wie, was? Ja, er macht einen Pfeil nach oben da und da ist einfach nichts. Ole sagt, der will keine Kante. Wie sagt Chaco, also Alter. Also ich muss auch sagen, wenn du... Aber es ist halt nur keine Kante da, wenn man richtig fährt. Dann geht's. Ich hab den Punkt. Nein, ich komm nicht. Schwierig. Sag ich euch, schwierig. Also vom Zusammenbau ist das bisher mit Abstand die schlechteste Map. Ja. Mit Abstand. Ich find's sie gut bis jetzt.
Ja, du bist ja vorne. Bist du wieder Erster oder so? Ich bin 18er, Alter. Sogar Arzt ist vor mir gerade. Ja, easy. Wäre heute nicht das erste Mal. Oh. LOL! Der große Map-Beender heute hier. Ey, er redet. Bin schon wieder. Ey, der große Map-Beender? Wie fährst du, ne? Das musst du zu Anime sagen. Nach unten. Ich werd aber weggegietet. Wo muss man hier hin, Alter, bei dem Scheißding? Also, ich hab da keine Kante gesehen. Also, ich weiß nicht, was da für Kanten bei mir sind. Was ist die Phase? Was muss ich machen? Also, ich find den steil nach oben Fahrerpunkt nicht. Den steil nach oben Fahrerpunkt? Oh nein! Oh. Ciao! Nein! Nein, Karma! Ja, das ist eine Mechatube und dann musst du ein bisschen durchfahren. Woran liegt es bei mir? Dann kannst du das sagen, an der FPS? Go, go, go! Du musst erstmal ein Stückchen durchfahren und dann steil hochziehen. Das ist eine Mechatube. Ein Mechatube? Okay, beim zweiten aber, ne? Also, ja, da wo Diego jetzt ist. Okay. Ich bin jetzt da fünfmal reingefahren, bin jedes Mal unterschiedliche Stellen nach oben gefahren. Das war niemals ein Weg da. Das ist natürlich belastend. Ganz am Ende. Aber die Idee finde ich trotzdem geil. Ticken zu weit. Ist das so eine Map, wofür man Skill braucht? Boah! Oh, Scheiße! Skill wird überbewertet. Warum ist beim Weißen die Führung nehmen, dann funzt es. Ja, welche Führung? Was für eine Führung? Welche Führung? Lol, ist im Kreis fahren, lol. Lol, ich fahr raus. Nice. Beim Weißen. Ach so, hier. Ach so, ja, aber ich bin da. Ich hab die Führung oben genommen. Nein, ich hab die Mauer berührt. Das hat auch manchmal nicht funktioniert. Jetzt hat's funktioniert. Okay, gut zu wissen. Nein! Ui. Jetzt habe ich den Scheiß hier wenigstens. Und jetzt geht's, oder? Jetzt geht's. Marvin hat's. Na. Schauen wir mal. Und Anime-Fan-Dich? Marvin ist hinter mir? Okay, der. Hä? Also oben sollte man nicht in den Wendler fahren. Nein, ich würde ja empfehlen, unten den Wendler zu fahren. Marvin. Ich bin oben. Aber Olaf, was sagst du dazu? Der Wendler, fahr rein, bam, kaputt, ciao. Also ich bin auch oben reingefahren mit Wendler, glaube ich. Echt? Nee, ich wurde richtig weggeheatet. Das riecht krass bei Anime. Ja, das ist mein größtes Problem an dem Punkt hier. Und? Aber ich muss natürlich auch sagen, dass andere 100% gut durchgekommen sind, ne? Ja, dann können dann ja auch dementsprechend bewerten. Die können ja sagen, ist Skill, ne? Ist geil, hallo. Hat Olaf nicht gebaut? Olaf verteidigt. Ist die Map von ihm und sie ist richtig scheiße. Wenn Olaf bauen könnte, wäre es was anderes, aber Marvin, aber Olaf kann nicht bauen. Achso, okay. Nee, also scheiße ist sie nicht, aber. Zumindest geht der Anfang jetzt. Nein, wo ist der? Nein. Es kann auch sein, dass wieder FPS-abhängig ist, diese Map. Das ist natürlich immer belastend, sowas. Ja, es ist dann schade. Jetzt aber. Jetzt fahre ich diesmal unten rein. Was auf jeden für eine gemeine Ausrichtung zu Olaf. Von welchem Wendler redest du gerade, Marvin? Der erste. Den habe ich von unten. Ja, unten hat er funktioniert. Nein. Vier. Kein Arschloch, Alter. Ich bin einfach eiskalt wieder ins Spawn zurück. Ja, kam mir gerade entgegen. Hallo. Wir hätten da weiterfahren sollen. Nein! Da kommt aber zumindest kommen wir voran, ne? Wenn man weiß, wie es geht, ist einfach. Hallo. Ist doch meistens so, oder? Der ist meistens so, richtig. Der ist ein bisschen tiefer angesetzt. Oh, nein, das war auch wieder ein knappes Ding. Ich hab eingelocht. Ey. Also wirklich, wenn man weiß, wie es geht, Mann. Ist es einfach. Ich stell mich gerade so doof an. Das ist jede Map, bisschen Support. Ich muss so wissen, wie es funktioniert. Ja. Ey, fick dich! Ey, jetzt bin ich schon wieder komisch an irgendeinem Teil, was eigentlich eine Führung ist, angeeckt. Da muss ich jetzt nach oben fahren, oder? Ich weiß echt nicht, was für eine Führung du meinst. Finally! Was weißt du nicht alles? Ich habe keine Ahnung, was du für eine Führung meinst die ganze Zeit. Nein! Hier bei diesem roten Ding, dieser Hut. Ach so. Der Hut. Ja, das nehme ich nicht als Führung. Der Hut? Was für ein Hut? Ja, ich wollte es, eigentlich wollte ich es auch nicht nehmen. Ich bin kurz dran gekommen und sofort abgeprallt. Ja. Was ist das? Hä? Wo muss man denn dann hin? Ich habe gerade nicht verstanden. Okay. Da sind Pfeile. Auch wenn sie unwahrscheinlich aussehen. Oh, da kommt was dagegen. Hilfe! Hi! Komm, Marvin. Nein! Hier? Nein! Ja. Oh! Ich hab Ares verkacken sehen, es war so schön! Hey, Bruder. Okay, ich will euch schnell hinterher. Karma? Ja. Marvin, wo? In der Tube oder was? Ja.
zum Rand durchfahren und steil nach oben. Aber fahr mir einfach hinterher. Okay, fahr dir hinterher. Ich hab 20 Tries gebraucht, bis ich gecheckt habe, wie das Scheiß funktioniert. Und da? Ja. Ja. Mhm. Da fährst du hier langsam durch sogar. Und dann hoch, ja. Wow! Wow! Okay, ja, und dann. Und dann da langsam runter rein und direkt wieder die Tür drüber nach rechts. Achso, okay. Ja. Oh. Ich krieg. Bei mir hat gerade auch eiskalt der Wendler nicht funktioniert. Ich hab den Wendler verkackt. Was ich überhaupt nicht gemacht habe? Aber ja. Ja, war richtig. Also, hier stimmt gerade der Skill nicht. Das, der ist auf jeden Fall schon aufgebraucht. Geht hä? Auf, overloaded, muss ich auch schon sagen. Wie muss ich denn diesen Flip nehmen? Wie lange? Drei Stunden wäre das dran, Marvin. Nach 3,5 Stunden, oder sagen wir 3 Stunden GTA, also reicht auch so langsam, würde ich sagen. Ne? Seko, so wie hast du das? Fick Arsch, Muschi, Kacke! Wie hast du das? Ich hab den letzten Scheiß-Kick da eh nicht genommen und hab verkackt. Ach, das ist ein Kickflip oder was? Ach, ich dachte, du hättest das gemacht. Ah, ich verstehe. Ja. Wie können wir eigentlich langsam besser werden, Freunde? Okay, wir machen das. Junge, hatte da quasi eine riesige. Wo ist Anime-Fan eigentlich? Vor mir. Der ist vor mir! Ja? Zeig mir schon, wie schlecht ich gerade bin. Nein, ja! Sah aber geil aus, Anime. Falls du den Trost ist. Ja. Okay, aber Anime-Fan hat verkackt, Marvin, jetzt sind wir hinter dir. Weiß nicht. Wow, hier raus wieder oder wohin? Ja, unten. Ach, oh, der Tube so unten direkt. Ja. Okay. Bin rausgefahren. Bin über den Ball gefahren. Das ist wie ein riesiger Kreisverkehr. Der Kreisverkehr! Jo. Kickflip! Was jetzt? Oh, Scheiße! Ich hab den Punkt, Mann! Wie geil! Marvin? Hey, ich bin auch schon betrunken, ja. Das Marvin ist dein Problem! Ist so, klingt nach einem Du-Problem. So. Ich hab das jetzt extra umformuliert. Wohin? Als ich langsam reingefahren mit dir bin und mitgelenkt habe, bin ich wieder am Wendler rausgeflogen. Hä? Wohin? Ich trinke jetzt Sex on the Beach, Marvin. Gut? Oh geil, gönn dir. Der Sand, der kommt überall hin. Ich sagen, den bestell ich hab auch eine Ahnung, von wem die Map hier ist. Oh, der ist wirklich geil, der ist wirklich. Wenn es Cocktail gibt, immer Sex on the Beach. Aber das ist so ein fertig gekaufter, so eine 0,5 Flasche. Aber trotzdem auf Eis mega gut. Ah, okay, kann man sich gönnen. Gönn dir. Oh fuck! Also, aus dem Laden gekauft, meine ich. Ist das hier bei dem Punkt vollkommen scheißegal, ob ich oben oder unten anfahre? Okay, jetzt weiß ich, was Deko meint. Der Wendler ist echt bescheuert. Einmal jetzt irgendwie scheiße. Fresse halten und durch. Ich sehe hier. Ich bin mal jetzt! Nice. Das ist doch mal Sound. Hey, das ist das. Wo die Kante, Herr Wendler, vom Freunde? Punkt, Alter. Wollen eigentlich doppelt gebaut? Eigentlich darf da keine Kante sein. Dem Wendler, ich lenke immer mit. Rein! Ich auch. Ja, ich auch. Okay. Und ich fahre jetzt mal unten rein. Da habe ich jetzt zweimal bin ich raus geblockt worden. Beim ersten Mal bin ich oben reingefahren, da wurde ich auch rausgeblockt. Ich. Glaub auch, ich weiß, von wem die Map ist. Ja, kann der. Hast du auch eine Tendenz? Gleich. Bei der nee, Schmuck. Keine Ahnung. Auf jeden Fall höchstens ein Punkt. Wow! Wow! Oh, ich denke, man muss da so langsam reinfahren, aber ich habe hier. Die Lernkurve ist auf jeden Fall nicht mehr da. Funktioniert nicht mehr. Ich sag vor, oh, ich hab's! Die ist aus Österreich, die Map. Ja, easy! Ja, chillig. Fahren Sie langsam. Ja, dafür kriegst du die und schon wieder nicht. Der, also der Wendler? Keine Ahnung. So, voll verdient natürlich von den Losers, muss auch mal sein, ne? Kurzer Cut bei mir. Bis gleich zur Map-Bewertung. Die ersten drei Kategorien 4,5. Also die Sauberkeit, das Erscheinungsbild, Freunde, und die Wegführung. Die, genau. Die Kreativität. Kreativität. Spiegelt auch meine persönliche Meinung mit 4,25. Hallo Harry! Hat's geklingelt? Ah, ja, auch essen. Dann Deko, schau mal rein, was der uns erzählt bei der Sauberkeit. Ja, Sauberkeit muss ich leider auf jeden Fall was abziehen. Ich glaube, da gehe ich echt runter auf 2,75. Dieses Erscheinungsbild. Ich fand eigentlich, dass sie ganz geil aussah. Da würde ich sagen 4. Ich finde es auch faszinierend, wie es teilweise durcheinander gesprungen ist. Das war interessant. Mit Kontakt, böse. Wegführung. Die Wegführung, ich habe Probleme. Einmal hatte ich Probleme 4,5.
Kreativität. Ich überlege gerade, ob irgendwas dabei war, was... Ja, doch, der Wender in der Tube da am Ende, der war schon... Ja, doch, Kreativität, der war schon da. 4,25. Und ich versuche dir gleich deinen faltigen Hintern, Mann. Ich hab dich nicht schon satt, kapiert? Und deine persönliche Meinung. persönliche Meinung, ich fand die Map auf jeden Fall geil und auch geiler, als es klang vielleicht durchs ganze Fertigmachen und Beschweren. 4 Punkte. 4 Punkte, wunderbar. Dann machen wir erstmal aus. Man muss wahrscheinlich weg zu sein. So, Punkt Sauberkeit. Also der Anfang, der hat bei mir einfach so null funktioniert. Da habe ich eine Karte nach dem anderen gefressen. Da wäre ich bei 2,5 Punkten, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Erscheinungsbild wäre das nächste. Ja. Da wäre ich bei 4 Punkten. Wegführung war für mich auf jeden Fall ersichtlich. Ein bisschen verwirrend fand ich das mit der Tube. Wenn man es dann hinterher gewusst hat, war ja easy. Aber Wegführung, ja, 4,5 Punkte. Kreativität war auf jeden Fall gegeben. Wäre ich auch bei 4 Punkten. Und persönliche Meinung... Ja, geborgt hat die Map, ne? Ich würde sagen, wenn einmal, wenn alles funktioniert hat, nice, ja. Ja, wäre ich bei 4 Punkten. So, ist mein Wasser wieder da? Oh, der holt Pizza vorbei. Geil. Nice. Pizza. Nehme ich auch. Ja, es läuft wieder weg. Okay. Dann nehme ich erstmal die Zuschauerwertung mal rein, wenn sagen, wenn Marvin rumläuft. Die sollst du haben. Wir haben viermal einen Punkt. Viermal einen Punkt. Wir haben einmal zwei Punkte. Mhm. Wir haben viermal drei Punkte. Entschuldigung. Ja. Einmal vier Punkte. Und sechsmal fünf Punkte. Was? Mhm. Hi, okay. Da war entweder Top oder Top bei dir, der Map für alle. Oh, ja. Marvin, wir hatten ja Hunger. Böser ist so wie Trüffel, ne? Mag nicht jeder. Entweder man liebt es oder man hasst es. Lass dir schmecken, Marvin. Oh, merci. Marvin. Oh, die sieht lecker aus. Aber die ist nicht geschnitten, oder? Nee, so eine Scheiße. Mark Watch schreibt einfach, Ares hat sich extra eine Frisur zugelegt. Alter, ich sehe für gewöhnlich immer so aus. Egal. Marvin, brauchst du wieder dein Übersichtbild? Points. Ich brauch bitte die Übersicht. Da kommt deine Übersicht, was du bis jetzt so getan hast. So. Also, Sauberkeit. 2,25. Ja, Erscheinungsbild. Erscheinungsbild 3,5. 5? Wegführung. Boah, ich muss kurz überlegen. Ich glaube, das ging, ne? Ja, 4. Kreativität 3,75. Persönliche Meinung. Die hat mich schon getriggert. Aber die war nicht scheiße. 3. Wie alle anderen so ein klassisches Mittelfeld. So, wunderbar. Dann haben wir ja alles. Ja, dann. Hatte ich schon abgestimmt? Ja, wir mussten auf dich warten. Ich hab schon, ja. Was hast du gegeben? Ich hab für dich. Ich wollte mir warum sind tief? Die Regel umsetzen, meine schwersten Freunde. Relativ gute Noten. Außer bei der Sauberkeit. Regelumsetzung. Über die Tube. Nehmen wir über Dach irgendwo raus können aus YouTube? Ich überlege gerade. Ja, sind wir. Gut. Ja. Helft mir. Guter Jungs. Dann ein Natural Waller. Sind wir irgendwo am Haus? Ah ja, wir sind am Haus vorbei. Ja, das Haus hat bis jetzt jeder genommen. Waren zwei Einwendler? Waren zwei? Ich will gerade nur zwei. Waren zwei Wendler? Der eine, der mich getriggert hat und war nur Einwendler, oder? Nee, warte mal. Kurz vor dem Ende war auch noch einer. Müsste also zwei sein. Okay. Ich vertraue dir mal. Ich ja, kann... waren zwei. Okay, das ist eigentlich wunderbar. Habe ich jetzt erst gelesen, Mark Watt schreibt, Ares hat aber sonst immer eine Mütze mit Perücke drauf. Ja. Vogel kriegt nachher einen mit der flachen Hand auf den Arsch. Und jetzt Ramba, die Frage ist wieder, war sie PX-würdig? Auch relativ lange Punkte, aber wäre auch durchgegangen. 0,5. Und die kleinen Dünnstangen sind ja auch gegeben gewesen. Wunderbar. Jetzt kommen wir uns nochmal die Übersicht an, Freunde.
Ja, das sieht doch besser aus. Oh, die sind echt alle nah beieinander teilweise, die Maps. Ja und ja. Ah ja, das muss ich auch noch sehen. Ah, das willst du auch noch sehen, Freunde, oder? Genau, ich muss das noch sehen für die Aufnahme. Ja. Das sind sie bis jetzt die ersten Fünfe. Saftig.